Ich kletterte schnell auf den Baum. Ich befand mich in einem dunklen Wald. Von unten hörte ich ein Knurren, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. So unheimlich. Ich griff nach einem Ast, aber plötzlich brach er ab. Ah! Nur ein Gedanke schoss mir durch den Kopf. Das war das Ende. Hallo, ich bin Helen. Ich war schon immer still und schüchtern. In der Schule hat mich niemand beachtet. Siehst du den Typen? Das ist mein Schwarm Jacob. Doch wir konnten uns genauso gut in verschiedenen Universen aufhalten, denn ich bin das unscheinbarste Mädchen aller Zeiten und er hängt mit den coolsten Jungs ab. Natürlich wollte ich beliebt werden, damit er mich bemerkt. Und es ist mir gelungen. Aber fangen wir von vorne an. Eines Tages kam ich von der Schule nach Hause und sah ein schönes Mädchen, das ich nicht kannte. Sie hatte lange Haare und strahlende Augen. Hallo? Wer bist du? Das ist Michelle, die Tochter meiner Freundin. Sie wird für eine Weile bei uns bleiben. Sie ist gerade aus Frankreich gekommen. Sie leben in der Nähe der französischen Alpen. Wow, das war so cool. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass sie alles andere als cool war. Michelle und ich mussten uns mein Zimmer teilen. Ich kam rein und war fassungslos. Anstelle von Lehrbüchern lag ein Berg von Make-up auf dem Tisch. Michelle hatte meine Klamotten auf dem hintersten Regal abgelegt und den ganzen Schrank in Beschlag genommen. Du hast ja gar keine normalen Klamotten. Das ist alles so billig und langweilig. Ich könnte dir helfen, deine Garderobe aufzufrischen. Schau dir meine französischen Kosmetika und Klamotten an. Ihre Worte machten mich wütend, aber ich versuchte höflich zu bleiben. Danke, mir geht's gut. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass Michelle in meine Klasse kommen würde. Meine Eltern hatten den Schulleiter gebeten, sie am Unterricht teilnehmen zu lassen. Wir kamen in die Schulcafeteria. Michelle ging direkt auf den Tisch in der Mitte zu. Verdammt nochmal! Das kannst du nicht machen, da sitzen coole Typen! Dann sollte ich auch an diesem Tisch sitzen. An diesem Tisch saß nie jemand außer Jacob und seinen Freunden. Ich hatte keine Ahnung, wie sie auf Michelle reagieren würden. Aber das war ihr Problem. Ich ging, um Essen zu holen und dann tauchten die coolen Kids auf. Wer zum Teufel bist du? Warum sitzt du hier? Ich bin die Neue. Es macht euch doch nichts aus, wenn ich euch Gesellschaft leiste, oder? Jetzt würden sie sie in ihre Schranken weisen. Aber Moment mal, was war denn hier los? Haben die gerade gelächelt und sich neben sie gesetzt? Ich sah fassungslos zu, wie nett sich alle mit Michelle unterhielten. Sie brachten ihr sogar Essen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Bald sprach die ganze Schule über sie. Die Jungs waren von ihrem Akzent und ihrem Aussehen angetan und sie flirtete mit jedem. In nur wenigen Tagen schaffte sie es, das beliebteste Mädchen der Schule zu werden. Das machte auch die anderen Mädchen wütend. Was finden sie nur alle an dieser französischen Tussi? Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, war Michelle auch noch hinterhältig. Vor anderen Leuten benahm sie sich nett, aber zu Hause war sie unausstehlich. Eines Tages kam ich ins Wohnzimmer und hörte, wie sie mit meiner Mutter sprach. Wusstest du, dass Helen im Mathe-Test durchgefallen ist? Es muss etwas wegen ihrer schulischen Leistungen unternommen werden. Was? Ich war einer der besten Schüler in meiner Klasse. Dieser Test war eine Ausnahme. Helen, ist das wahr? Noch ein nicht bestandener Test und du bekommst Hausarrest. Ich war so wütend und Michelle grinste mich nur an. Ein paar Tage später führte sie mal wieder nichts Gutes im Schilde. Helen spricht in der Schule fast nie mit jemandem. Sie ist so unsicher. Sie sollte vielleicht eine Therapie machen. Wovon redest du? Geh doch selbst zum Psychodoktor. Helen, du bist so aggressiv. Vielleicht solltest du echt ein paar Therapiesitzungen machen. Ich wollte nicht unhöflich sein, also ging ich in mein Zimmer. Ein paar Tage später beschloss Michelle, in der Schule wieder anzugeben und begann den beliebten Jungs von ihrem Leben in Frankreich zu erzählen. Wir haben oft im Freien gepicknickt. Lass uns eine Party im Wald feiern. Sie unterstützten ihre Idee sofort. Dann sah Michelle mich in der Nähe stehen. Helen, mon cher, willst du dich uns anschließen? Sie hatte definitiv irgendwelche Hintergedanken. Aber ich habe trotzdem zugesagt, weil ich mit Jacob abhängen wollte. Wir kamen am späten Nachmittag in den Wald, breiteten eine Decke auf dem Boden aus und legten Snacks darauf. Ich wollte gerade mit Jacob sprechen, als Michelle dazwischen ging. Jay, gib mir bitte die Servietten. Oh mon cher, ich danke dir. Ich hatte es satt, dass sie französische Wörter benutzt. Als es dunkel wurde, zündeten wir ein Feuer an und begannen Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Zuerst waren die Aufgaben einfach, aber dann änderte sich alles. Ich war an der Reihe und entschied mich für Pflicht. Wie es der Zufall wollte, war Michelle diejenige, die mir eine Aufgabe geben durfte. Du musst tief in den Wald gehen, ohne Taschenlampe und verbringe 15 Minuten in der Dunkelheit.
Ist das nicht etwas heftig? Es gibt hier Wölfe. Sie kann sich doch auch weigern, es zu tun. Also, Helen, nimmst du die Herausforderung an? Ich konnte keinen Rückzieher machen und mich vor Jacob blamieren. Ich werd's tun. Ich ließ mein Handy auf der Decke liegen und verließ die Lichtung. Allmählich verschwand das Feuer aus meinem Blickfeld. Dann hörte ich plötzlich ein Rascheln hinter mir. Beruhige dich, Helen. Wahrscheinlich hatte jemand beschlossen, mir zu folgen und auf mich aufzupassen. Ich zuckte mit den Schultern und tat so, als hätte ich keine Angst. Doch dann hörte ich ein Knurren und sah eine Silhouette, die aussah wie ein Wolf. Ich vergaß das Spiel und rannte zurück zur Lichtung. Aber ich konnte das Feuer nirgends finden. Verdammt nochmal, hatte ich mich verlaufen? Ich hörte wieder das Knurren und bekam noch mehr Angst. Ich stieß auf einen hohen Baum und begann zu klettern. Irgendwann knackte der Ast, auf dem ich stand, und brach ab. Ich hielt mich mit einem Arm fest. Dann zog ich mich hoch und schlang meine Beine um den Baumstamm. Puh, das war knapp. Nach ein paar Augenblicken beschloss ich, nach unten zu schauen. Ich erwartete, einen Wolf zu sehen, aber da stand nur ein Hund. Ein riesiger Hund. Er sah aus wie eine deutsche Dogge. Er legte sich direkt unter den Baum und schien es nicht eilig zu haben, mich in Ruhe zu lassen. Keiner kam, um mir zu helfen. Ich musste es riskieren und vorsichtig runterklettern. Stell dir vor, der Hund erwies sich als recht freundlich. Er wedelte mit dem Schwanz und vergrub sein Gesicht in meiner Handfläche. Ich streichelte ihn zögernd. Hey Kumpel, was soll ich nur mit dir machen? Ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Der Hund packte mich plötzlich am Ärmel und begann, mich mitzuschleifen. Einem streunenden Hund zu vertrauen, schien mir etwas verrückt, aber ich hatte keine Wahl. Nach einer Weile kamen wir aus dem Wald heraus. Jetzt, wo es nicht mehr so dunkel war, sah ich, dass der Hund sehr gepflegt war. Vielleicht war er weggelaufen. Aber warum hatte er kein Halsband? Ich nahm ihn mit nach Hause und ließ ihn im Hof warten. Michelle war vor mir zurückgekehrt und hatte meiner Mutter allen möglichen Unsinn erzählt. Helen ist einfach verschwunden und wir wussten nicht, wo sie geblieben ist. Warum gehst du nicht an dein Telefon? Das ist alles Michelles Schuld. Sie hat mich im Wald zurückgelassen und mich gezwungen, mein Telefon abzugeben. Unsinn! Hör auf, anderen die Schuld zu geben! Mir fehlten die Worte. Ich rannte in mein Zimmer und fand ein Telefon auf meinem Bett. Michelle war so eine Schlange. Etwa 15 Minuten später schlich ich mich in die Küche, um Essen aus dem Kühlschrank zu holen. Dann ging ich in den Garten und fing an, die Dogge zu füttern. Michelle erschien plötzlich auf der Veranda. Natürlich hat sie mich sofort bei meinen Eltern verpetzt. Helen hat einen gefährlichen Hund mit nach Hause gebracht. Scheuch das Vieh sofort weg. Nein, er hat mich gerettet. Also werde ich mich jetzt um ihn kümmern. Wir hatten mal einen Hund. Sein Haus stand noch in unserem Garten und ich ließ die Dogge dort wohnen. Meine Eltern waren empört, aber am Ende haben sie mich in Ruhe gelassen. Am nächsten Tag versuchte ich, seine Besitzer zu finden, aber ohne Erfolg. Ich scrollte gerade durch die lokalen Webseiten, als Jacob auf mich zukam. Wie bist du gestern nach Hause gekommen? Ich konnte nicht glauben, dass er mit mir spricht. Ein neuer Freund hat mir geholfen, aus dem Wald zu kommen. Seine ganze Clique hörte unser Gespräch mit. Sie fragten sich, über wen ich sprach, aber ich wollte geheimnisvoll bleiben und schwieg. Nach der Schule brachte ich die Dogge zum Tierarzt. Es stellte sich heraus, dass sie kerngesund war. Das freute mich, aber zu Hause erwartete mich eine weitere unangenehme Überraschung. Michelle hatte meiner Mutter gesagt, dass ich keinen Geschmack hätte und sie hat natürlich auf sie gehört. Jetzt gab es nur noch nervige Kleider und Röcke in meinem Schrank. Mann, war ich sauer. Wer hat dir das Recht gegeben, meine Sachen zu durchwühlen? Es ist höchste Zeit, dass du deine Garderobe auf den neuesten Stand bringst. Das ist ein Albtraum, das werde ich nicht anziehen. Ich wurde so wütend, dass ich meine Ersparnisse nahm und aus dem Haus stürmte. Zeit, meine Garderobe auf den neuesten Stand zu bringen, hm? Ich würde es ihnen zeigen. Um allen eins auszuwischen, beschloss ich, meinen Look komplett zu ändern. Ich färbte mir die Haare in einer grellen Farbe und kaufte mir einen Haufen bunter Klamotten. Ich kam spät am Abend nach Hause und schlich mich unbemerkt in mein Zimmer. Schließlich hatte ich Glück und Michelle schlief bereits. Am Morgen habe ich die Dogge an die Leine genommen, um Gassi zu gehen. Ich war es leid, ein Mauerblümchen zu sein. Ich wollte rebellieren und es Michelle zeigen. Auf dem Weg zur Schule drehten sich alle Passanten um und sahen mich an. Mein Erscheinen im Klassenzimmer sorgte für großes Aufsehen. Alle starrten mich und die Dogge schockiert an. Nur die Lehrerin hat mir den ganzen Spaß verdorben. Schafft das Biest hier raus! Ich musste ihn auf den Hof bringen und ihn an das Geländer binden. In der Pause versammelte sich eine riesige Menschenmenge um mich. So viel Aufmerksamkeit hatte ich noch nie in meinem Leben bekommen. Dein neuer Look ist toll. Wo hast du die Dogge her? Kann ich ein Selfie mit ihr machen?
Es war erstaunlich, wie sehr sich das Leben dank einer neuen Haarfarbe und einem Hund verändern kann. Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber ich wurde noch beliebter als Michelle. Das machte sie natürlich wütend. Sie fing an, mich noch öfter bei meinen Eltern in Schwierigkeiten zu bringen. Schau dir Helen an! Sie hat sich in eine Rebellin verwandelt! Mama bekam Angst und schleppte mich zu einer Psychologin. Ich willigte ein, nahm aber meine Dogge mit. Seltsamerweise lief die Sitzung gut. Ich beantwortete gelassen alle Fragen und die Psychologin war zufrieden. Doch der Hund machte alles zunichte. Normalerweise war er ruhig, aber aus irgendeinem Grund fing er an zu bellen, als ich ankam. Ich musste ihn vor die Tür setzen. Ihrer Tochter geht es gut. Sie ist ein Teenager. Ein bisschen Rebellion ist also durchaus zu erwarten. Am nächsten Tag bemerkte ich, dass Michelle angefangen hatte, noch kürzere Kleider als sonst zur Schule zu tragen. Sie verbrachte Stunden damit, sich vor dem Spiegel fertig zu machen. Sie konzentrierte sich auch auf ihren Unterricht und bekam sogar die beste Note in Chemie. Moment mal, unser Chemielehrer war ziemlich jung. Hatte er sich in sie verknallt? Lange Rede, kurzer Sinn. Michelle versuchte, alle dazu zu bringen, wieder über sie zu reden. Wir wurden echte Feinde. Eines Tages wollte ich mit meinem Hund spazieren gehen, als ich plötzlich bemerkte, dass er irgendwie träge war. Er weigerte sich zu laufen, wollte nicht spielen und trank ständig Wasser. Ich verstand nicht, was los war, bis ich zufällig eine leere Giftpackung im Gebüsch fand. Du hast das getan. Was hat der Hund dir getan? Bist du verrückt? Ich war nicht mal in der Nähe dieses Monsters. Bald darauf passierte es wieder. Ich kam nach Hause und konnte den Hund nicht finden. Ich musste alle Stadtteile in der Umgebung durchsuchen und hatte Glück. Ein Nachbar hatte gesehen, wie er von einem Tierschutzbeamten weggebracht wurde. Ich rief dort an und schaffte es gerade noch, ihn zu retten. Hast du ihn ausgesetzt? Der Hund wäre deinetwegen fast gestorben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nichts damit zu tun habe. Natürlich habe ich ihr nicht geglaubt. Ein paar Tage später versammelte der Schulleiter plötzlich alle SchülerInnen in der Haupthalle. Die Sponsoren unserer Schule organisieren einen Ausflug in ein Skigebiet für die Abschlussklassen. Absolut kostenlos. Alle waren begeistert, besonders Michelle. Oh, das ist so toll. Ich bin in der Nähe der französischen Alpen aufgewachsen. Ich kann sehr gut Skifahren. Im Gegensatz zu ihr war ich schlecht darin. Also bin ich im Skigebiet einfach den Hang entlang gelaufen. Zu meiner Überraschung bemerkte ich Jacob in der Nähe. Er war allein. Das war meine Chance. Ich war beliebt geworden. Vielleicht würde er sich jetzt nicht mehr über mich lustig machen. Jacob, hi. Ich wollte dir schon lange sagen, dass ich dich wirklich mag. Jacob zog überrascht die Augenbrauen hoch. Dann rannte unser Mitschüler auf uns zu. Hey, los geht's. Michelle macht ein paar tolle Tricks. Entschuldige, können wir später reden? Jacob ging. Ich fühlte mich niedergeschlagen und konnte meine Tränen kaum zurückhalten. Michelle war wirklich gut im Skifahren. Ich beobachtete sie aus der Ferne. Irgendwann bemerkte sie mich und fuhr näher heran. Ich schlage einen Wettbewerb vor, mon cher. Wer schneller den Hang hinunterkommt, gewinnt. Der Verlierer gesteht öffentlich seine Niederlage ein. Ich wusste, dass ich auf keinen Fall gewinnen würde, aber mein Stolz ließ mich nicht vor der Herausforderung zurückschrecken. Eine Menge Leute sind gekommen, um uns zu beobachten. Michelle fuhr schnell voraus. Sie hat viel angegeben, während ich langsam gefahren bin. Es war klar, dass ich verlieren würde, aber dann passierte etwas. Michelle verdrehte sich plötzlich das Bein, schrie laut auf und fiel in den Schnee. Sie konnte nicht mehr aufstehen und ich schaffte es, sie zu schlagen. Ich war die Erste. Bevor Michelle ihre Niederlage öffentlich eingestehen konnte, rannte ein Arzt auf sie zu und brachte sie in das medizinische Gebäude. Wir fanden bald heraus, dass sie sich das Bein gebrochen hatte. Als Michelle zum Stützpunkt zurückkehrte, wurde sie von unseren Mitschülern umringt. Alle versuchten ihr zu helfen, vor allem unser Chemielehrer. Es war unangenehm, das zu beobachten. Ich wollte mich gerade abwenden, als ich plötzlich etwas Seltsames bemerkte. Aus irgendeinem Grund hatten Michelles Augen eine andere Farbe. Der geschmolzene Schnee hatte ihr Make-up ruiniert und ihre roten Pickel wurden sichtbar. Trägst du farbige Kontaktlinsen? Du bist also doch keine Schönheit. Unsere Mitschüler hörten meine Worte und sahen genauer hin. Die Jungs zuckten zusammen. Michelle bemerkte das und stürzte sich auf mich. Du bist so ein Miststück. Ich hasse dich. Sie zuckte heftig zusammen und etwas, womit niemand gerechnet hatte, geschah. Ihre Perücke flog ihr plötzlich vom Kopf. Es stellte sich heraus, dass auch ihr langes Haar eine Lüge war. Sieht mich nicht an, ihr alle. Dreht euch weg. Moment mal.
Wo war ihre verstellte Stimme? Hast du sogar deine Stimme verstellt, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Alle fingen an, über Michelle zu lachen. Die Jungs schreckten sofort vor ihr zurück. Michelle ging plötzlich auf unseren Chemielehrer zu. Nick, verlass mich nicht. Nick? Hatte sie unseren Lehrer gerade bei seinem Vornamen genannt? Alle waren schockiert. Der Lehrer wurde knallrot. Nun war klar, für wen Michelle kurze Kleider trug und warum sie so hohe Punktzahlen bekam. Ich kam gut gelaunt nach Hause, aber mein Hund war erneut verschwunden. Michelle konnte ihm auf keinen Fall etwas angetan haben. Sie war die ganze Zeit bei mir. Meine Eltern hatten nichts gesehen. Ich rief den Tierschutz an, aber ohne Erfolg. Dann beschloss ich, die Straßen zu durchsuchen. Ich versuchte, mir keine Hoffnung zu machen, aber schließlich hatte ich Glück. Ich kam gerade an einem verlassenen Lagerhaus vorbei, als ich plötzlich einen Hund bellen hörte. Ich öffnete die Tür und die Dogge rannte mir entgegen. Wer hatte ihn hier eingesperrt? Archie? Ich drehte mich um und sah einen Jungen. Die Dogge bellte freudig und rannte auf ihn zu. Ich war so verwirrt. Wer bist du? Mein Name ist Thomas. Das ist mein Hund. Ist er das? Ich habe ihn vor ein paar Tagen im Wald gefunden. Ach, mein Vater hat kürzlich wieder geheiratet. Archie hatte sofort eine Abneigung gegen meine neue Stiefmutter. Sie tat alles, um ihn loszuwerden. Eines Tages verschwand Archie. Sie muss ihn in den Wald gebracht und dort zurückgelassen haben. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Du hast das verdammte Ding also doch gefunden. Moment mal. War das mein Psychologe? Ist das deine Stiefmutter? Ja. Wolltest du ihn wieder loswerden? Hast du ihn deshalb im Lagerhaus eingesperrt? Was für ein Glückspilz. Ja, ich habe ihn eingesperrt. Ich habe ihn in den Wald gebracht. Ich habe die Plakate abgerissen und die Rufumleitung eingeschaltet, damit du ihn nicht finden kannst. Ich dachte, ich wäre ihn endlich los, aber dann brachte Helen ihn zur Sitzung. Ich beschloss also, ihn für immer loszuwerden, aber weder das Gift noch der Tierfänger kümmerten sich um das Problem. Das war also alles ihr Werk? Lass uns gehen. Es hat keinen Sinn mehr, mit ihr zu diskutieren. Ja, es schien, dass sie nicht ganz richtig im Kopf ist, weil sie so auf den Hund fixiert ist. Der Hund blieb bei seinem richtigen Besitzer, aber er war mir sehr ans Herz gewachsen, also erlaubte mir Thomas, ihn zu besuchen. Bald erfuhren Michelles Eltern von ihrer Verletzung und beschlossen, uns zu besuchen. Wir saßen gerade im Wohnzimmer, als der Direktor sie plötzlich anrief. Michelles Verhalten ist inakzeptabel. Sie hat mit dem Chemielehrer geflirtet. Das muss aufhören. Michelles Eltern waren außer sich. Es tut mir leid, dass wir es dir nicht gleich gesagt haben, aber das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Michelle hat sich in ihrer Schule in Frankreich genauso benommen. Deshalb haben wir sie hierher geschickt. Wir hatten gehofft, sie würde sich ändern, aber sie tut es schon wieder. Bald darauf brachten sie Michelle nach Hause. Sie war richtig wütend und ich winkte ihr böswillig zum Abschied zu. Meine Eltern und ich kamen wieder miteinander aus. Ich blieb in der Schule und eines Tages kam Jacob auf mich zu. Ich hab darüber nachgedacht. Geh auf ein Date mit mir. Davon habe ich immer geträumt, aber seltsamerweise habe ich diesen Moment überhaupt nichts gefühlt. Ich habe auch schon viel darüber nachgedacht, aber meine Antwort ist nein. Ich habe das Interesse an Jacob verloren. Die jüngsten Ereignisse haben mir gezeigt, wie er wirklich ist. Aber ich habe mich mit jemand anderem getroffen. Kannst du dir vorstellen, mit wem? Ja, Thomas und ich verbringen verdammt viel Zeit miteinander. Wir haben uns sogar einen Plan ausgedacht, um seine schreckliche Stiefmutter loszuwerden. Was meinst du? Schaffen wir das? Die Aktivitäten der Foundation sind vor den Augen der Menschen verborgen, aber jeder von ihnen kann sich den schrecklichen Anomalien stellen und in die Atmosphäre dieser mächtigen Organisation eintauchen. Die gefährlichsten SCP-Objekte wagen sich aus den geheimen Archiven und erwachen in den unfassbaren Geschichten der SCP-Chroniken zum Leben. Und für all jene Verrückte, die sich mit den geheimen Protokollen befassen, wartet bereits eine Portion Amnesica.